Hallo und herzlich willkommen zu Lidos Adventskalender, Türchen Nummer 19, heute mit Diddy Kong Racing, einem, wie ich finde, sehr stark unterschätzten Fun Racer von Rareware aus dem Jahre 1997. Und da jetzt das Intro kommt, bin ich einfach mal leise. Wie ich bereits sagte, handelt es sich hierbei um einen Funracer. Und ich möchte vorweg ein paar Dinge klären. Timber hier ist nicht der Kellogg's Tiger Frosty, auch wenn er ihm sehr ähnlich sieht. Der gute Conker hier und natürlich auch Banjo, der ebenfalls ein Mitglied der Kabelbrecher ist, von dem wir bestimmt noch mal was hören werden, sind eingetragene Rareware-Marken und wurden zusammen mit Rareware von Nintendo verkauft damals. Der Nintendo hat Rareware verkauft an Microsoft. Seitdem muss Rareware irgendwelche dummen Kinect-Spiele erstellen und irgendwelchen Mist, den kein Kinder spielen will. Gut, wir können uns zwischen einem einfachen Rennen oder dem Abenteuer entscheiden. Wir spielen das Abenteuer. Einfach spielen. Ah, ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen gespielt. Ja. Und aus Zeitgründen nenne ich mich jetzt einfach AAA. Okay. Jetzt kommt ein Intro und deswegen bin ich leise. Der Elefant, der übrigens nicht Benjamin Blümchen ist, hat sogar einen Namen und heißt Touch. Touch mal. Und wir will er uns nun helfen? Wir hupen und er kommt. Hello, friend. Und wir können mit einem Fahrzeug wählen. Select your vehicle. Wir haben das Auto, was ihr bereits seht. Hovercraft. Beziehungsweise auch Luftkissenboot oder aber auch mein Favorit. Das Flugzeug. Can I help you further? Ironischerweise ist mir als Kind nie aufgefallen, dass der einen indischen Dialekt hat. Was machen wir nun in dir? Das ist ein kleiner Funfact. Was machen wir nun in Diddy Kong Racing? Ganz einfach, wir sammeln goldene Balance. Warum machen wir das? Um neue Level und Welten freizuschalten. Wir waren auch hier eben ganz kurz mal in der ersten Welt. Nämlich hier, das Dinosaurierland. Die Tür, wenn wir da reingehen, sind wir in der ersten Welt. Das ist eine Halle mit vier Strecken und da können wir dann halt unsere Strecke ausruhen und losfahren. Ich zeige euch auch kurz mal die zweite Welt, zumindest von außen. Das Eis- oder Frostland, wie genau man das nennt, weiß ich jetzt gar nicht. Dann kommt die dritte Welt, die Tropenwelt, wie ich sie mal nenne. Also auch Strandwelt. Keine Tropenpalmen, sondern Strandpalmen.
finde ich designtechnisch sehr schön, die Welt. Und die vierte Welt haben sie sehr gut versteckt. Die werde ich aber deswegen auch gleich zeigen, weil ich noch den vierten Extraballon haben möchte. Denn ja, es gibt vier Extraballons, die wir einfach so einsammeln können. Und es kommen noch mal ein paar andere Ballons an anderen Stellen dazu. Und eigentlich gibt es sogar eine fünfte Welt. Die habe ich selber noch nie gesehen. Ja, das hier ist die vierte, die dritte Welt. Wo die fünfte Welt ist und wie man sie findet, verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Würde ich euch im Falle eines Let's Plays zeigen wollen. Denn ich weiß, wie man sie bekommt, aber ich habe sie selber noch nie gesehen. Und ja, nach dieser Welt habe ich damals als Kind eine halbe Ewigkeit gesucht. Das ist die vierte Welt. Kein Eintritt. Du brauchst 16 Ballons, um diesen Level zu öffnen. Viel Glück. Ah, Diddy Kong Racing hat sogar eine Handlung. Der böse Whispig, ein verdorbener, beziehungsweise missratener Zauberer-Schüler. So wenig wie Harry Potter, nur dass der nicht missraten ist. Das ist nicht, dass ich wüsste. Stiftet hier halt Unruhe. Ja, in den Hallen haben wir immer eigentlich ein Auto oder Luftkissenboot. Stiftet hier halt Unruhe und hat auch den guten Drumstick verzaubert. Jetzt wollen wir erstmal den Rumpelsee. Und unsere Aufgabe ist halt jetzt den bösen Whispig in einem Rennen zu besiegen später. Um dies zu tun, müssen wir vier Amulettteile sammeln, wofür wir vier Endgegner besiegen müssen. Die in den vier Welten sind. Oh! Es gibt hier Ballons, mit denen wir Waffen sammeln können. Die können wir upgraden zweimal. Ich habe jetzt den roten Ballon genommen, der bringt uns Raketen, der blaue bringt uns Turbo. Unser erstes Power-Up, eine Verfolgungsrakete. Verdammt, das wird sowas sehr schnell. Wir wissen, wenn man wenn man dieses vom Gaspedal geht, wenn man über so einen Balken fährt. Jetzt haben wir 10 Raketen, keine Verfolgungsraketen. Aber ihr müsst wissen, wenn man vom Gaspedal geht, während man über so einen Pfeil fährt, der einen schneller macht, kriegt man noch mal einen extra Boost. Wird auch im Rennen gegen Whispig unerlässlich, das zu wissen. Ja, was passiert, wenn wir unsere Raketen wegschießen? Wir kriegen neue, sofern wir einen neuen roten Ballon aufsammeln. Problem ist nur, wenn wir keine mehr gehabt hätten, hätten wir wieder mit einer Rakete angefangen. Nicht weiter schlimm, gibt es genug rote Ballons. Daher haben wir schon das erste Rennen beendet. Nachdem wir alle Rennen einmal geschafft haben, gut, dann noch einmal, nachdem wir alle Rennen einmal geschafft haben, fahren wir einmal gegen den Endgegner dieser Welt. Dann sagt er uns, dass er eine neue Herausforderung vorbereitet hat, die Münzrennen nämlich. Das bedeutet quasi, wir müssen 8 silberne Münzen wieder auf jeder Strecke sammeln und quasi als erster durchs Ziel fahren. Und wenn wir das dann auch geschafft haben, müssen wir nochmal gegen ihn fahren, bekommen ein Teil des Amuletts, mit dem wir, wenn wir es zusammen haben, gegen Whispig fahren können. Also durch das wir gegen Whispig fahren können am Ende. Das sind grüne Ballons übrigens, die bringen uns etwas, was wir auf die Strecke schmeißen können. Nein! Egal, nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Ja, jetzt haben wir Öl. Jetzt haben wir eine Tretmine. Und jetzt haben wir eine Seifenblase. Das beste Item natürlich aus der Kategorie. Legen wir mal einfach dahin. Wollen wir uns jetzt mal den Turbo. Der funktioniert übrigens ähnlich wie der Pfeil. Sprich, wir lassen los. Und werden noch, also wir lassen den Button hier für den Turbo. Also wir gehen vom Gas runter und kriegen dadurch ein besseren Turbo am Ende raus. Ihr seht, jetzt habe ich den Finger drauf gelassen. Das ist nur lila. Ihr seht, ich bin runtergegangen und er wird grün und ist der beste, den es gibt. Ebenfalls machten uns schneller die Bananen. Das wollte ich jetzt echt nicht. Jetzt etwas sehr blöd. Es gibt natürlich noch zwei weitere Farben von Ballons, nämlich die gelben, die uns ein Schild geben, und die regenbogenfarbenen, die uns einen Magneten geben, mit dem wir dann Gegner ranziehen können.
So blieb die Magnetdinger auch sind, muss ich sagen. Ich finde es jetzt nicht so toll. Ah, da habe ich jetzt zu spät losgelassen, leider. Ich finde sie, wie schon gesagt, nicht so toll. Haben einfach zu viele Tücken. Oh, ich bin jetzt mal mit Absicht etwas abgebremst. Einfach nur mal das absolute Upgrade hier zu zeigen. Das perfekte Upgrade. Normalerweise wäre der Turbolider. Na, ich aber vom Gas gehen werde. Ist er grün? Ja, wir sind Erster. Von der alles halb so wild. Den komischen Elefanten drücke ich jetzt mal weg. Es kommt immer die gleiche Katze, die uns den Ballon gibt und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Es nervt mich einfach. Diesen Ballon immer wieder zu sehen. Achso, wer ist eigentlich der Genosse da? Werde ich wahrscheinlich schon fragen. Das ist Titi. Und er stellt sich uns auch vor mit Hallo, ich bin Titi. Du kannst mich über deinen Status befragen oder meinen Time Trial auswählen, um zu trainieren. Ich kann auch deine Geister speichern. Und wir können ihn als Fahrer freischalten. Ob das nur in der DS-Version geht oder auch in der Nintendo 64-Version, welche ich hier spiele, weiß ich nicht. Denn ja, Diddy Kong Racing hat auch noch mal ein Remake für den DS bekommen. In dem allerdings Conker und Banjo nun mal fehlten, da Rareware, wie ich ja bereits vorweg erzählt habe, nun mittlerweile zu Microsoft gehört. So, diesmal zeige ich euch das Schild-Item. Vorausgesetzt, ich kriege 3 Stück davon zusammen. Kann ich euch das Maximum-Item davon zeigen. Gucken wir mal, ob das klappt. Das ist immer so eine heimtückische Geschichte. Genauso mit dem trifft dich ein Gegner oder trifft er dich nicht. Oh, was uns noch schneller macht, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte oder nur angefangen hatte zu erzählen, sind die Bananen. Wir sammeln Bananen und werden dadurch automatisch schneller. Maximal 10 Stück können wir farmen. Sprich, wenn wir eine 11. kriegen würden, würde auch nichts mehr passieren. Kann auch nämlich die Information sein. Ich kann die Maximalschnittzeit sehr gut. Und ja, was ich euch noch erzählen wollte, eigentlich, bevor ich mich da selber unterbrochen habe, weil ich schon viel unterbrochen worden bin, also auch Touch, ist die Sache mit dem Fahrzeuge aussuchen. Denn nachdem wir auch noch dieses Münzrennen gewonnen haben, haben wir die Chance, uns selber ein Fahrzeug auszusuchen, wenn wir die Strecke nochmal aussuchen. Manche Strecken bieten alle 3 Fahrzeuge an, andere bieten gar nichts, also andere bieten nur 2 Fahrzeuge an. Ja, funktioniert natürlich jetzt nicht, ich habe keine mehr, nee, aber ich wollte euch mal zeigen, wie das im Maximum aussieht. Ja, wie schon gesagt, einige Strecken bieten uns noch nur 2 Fahrzeuge an, wie zum Beispiel die nächste, die jetzt noch kommt. Ey, schöner Bug mal wieder. Ich wollte hier nicht fahren, die Strecke, nein. Habt ihr gesehen? Aber den Bildschirm zeige ich euch kurz. Wir können, glaube ich, noch kein zweites Fahrzeug aussuchen, denn wir haben noch nichts freigeschaltet hier. Seht ihr, aber es gibt Hover und Plane, also wir könnten auch fliegen oder das Hovercraft benutzen. Sofern wir diese Welt beendet haben, komplett. Jetzt gehen wir zum Hot-Top-Vulcano, also dem Brodel-Vulkan. Welcher die letzte Strecke in dieser Halle ist. Ja, ich werde euch die Silbermünzenrennen jetzt leider nicht zeigen. Ich finde es jetzt nicht so spektakulär an sich. Oder ich möchte euch zumindest jetzt in diesem kurzen Video nicht zeigen. Selbstverständlich würde ich sie euch in einem Let's Play ebenfalls zeigen. Ich versuche euch das komplette Spiel so weit wie möglich zu zeigen. Was? Der Ula-Facker oder Bruder-Facker oder so? Alter Schwede. Irgendwie komisch. Ist das irgendwie oder Bruder-Facker oder so? Irgendwie sowas wie ein großer Facker so. Ich glaube nicht. Wenn man bei Nintendo mal so... ja, möglichst Kind bzw. familiengerechtes Spielrepertoire bemüht. Auch wenn Conker's Bad Fur Day, welches ja nun mal... Geh weg, du blöder Dino. Welches ja nun mal, zusammen mit der Conker-Lizenz zu Microsoft gewechselt ist, genau wie Banjo übrigens. Mit der ganzen Banjo-Kazooie-Reihe. Einen anderen Schritt gegangen ist. Ich meine, das Spiel ist ab 18, wir sehen, wie Conker säuft. Und weiß nicht, was alles macht. Das Spiel ist absolut nicht kindgerecht.
Trotz allem war es mal ein Magazin, was ich Mausklick nannte und so ein Gaming-Magazin für Kinder war. Ich hatte es selber früher und nun ja. Da war dieses Spiel drin und das war Deutschland ab 18. Nun ja. Wir haben auch den Brodelvulkan hinter uns gebracht. Ich wollte jetzt gerade nicht die Zeit überbrücken. Ich bin wieder ein Elefantenfreund. Ja, wie schon gesagt, die Lizenzen zu Conker und auch zu Banjo sind weg. Die Tür ist jetzt auf. Wenn man mich fragt, wie ich zu dem Thema stehe, dass die Lizenzen weg sind, sage ich, frag den da. Nein, nicht wirklich. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich finde es schade. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich mochte Banjo und ich mochte auch Conker als Figur. An sich sehr gerne. Und natürlich mochte ich auch die Figur, die Figuren, die da sonst so dazugehörten. Gerüchten zufolge hat man auch King K. Rool aus dem Donkey Kong-Universum verkauft. Donkey Kong selbst hat man zum Glück behalten. Ich glaube, das ist ja einfach schon zu wichtig bei Nintendo angekommen gewesen zu diesem Zeitpunkt. Leider rechne ich nicht damit, dass Nintendo jemals auf die Idee kommt, mit Rareware zurückzukaufen. Was ich sehr schade finde. Oder zumindest die Lizenzen. Ich würde es mir echt wünschen, dass die Lizenzen wieder zu Nintendo kommen. Ich meine, so ein schönes Conker-Spiel, ein schönes Diddy Kong Racing mit allen Fahrern, also Diddy Kong Racing 2 in diesem Fall, mit allen Fahrern, die wir auch schon hier haben, plus ein paar neue vielleicht. Ein schönes neues Banjo-Spiel, alles für die Switch. Ein Traum. Wäre alles für mich persönlich echt traumhaft, vor allem wenn man die Fehler der Vorgänger ausmerzen würde. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Dieses Spiel hat auch seine Fehler. Ihr seht davon jetzt nicht viel, aber ich habe sie gesehen, als ich die ganzen Endgegner-Matches zum Beispiel, Endgegnerin jetzt zum Beispiel gefahren bin. Aha, das hat ja noch nie, dass ich runtergefallen bin. Okay. Oder zumindest ewig nicht mehr. Ich dachte, das geht hier noch gar nicht. Ich dachte, das geht erst später. Okay. Naja, wie schon gesagt, ich finde es unglaublich schade, da Nintendo hier unglaublich gute Lizenz vielleicht mitverkauft hat. Wenn man schon Rareware verkaufen musste, hätte ich so gesehen, dass man vielleicht wenigstens die Lizenzen hätte behalten können. Nun ja. Ob die Luft da raus ist oder nicht, oder zumindest die Luft schon raus war, sagen wir mal so, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kenne die letzten Arbeiten von Rareware nicht. Ich habe auch Donkey Kong 64 nicht gespielt. Aber ich habe zum Beispiel dieses Spiel gespielt, ich habe Banjo-Kazooie gespielt, Banjo-Tooie. Gut, Banjo-Tooie ist jetzt nicht so gut wie Banjo-Kazooie. Also, Banjo-Tooie ist der direkte Nachfolger von Banjo-Kazooie, kann man so sagen. Das muss man so erklären. Aber das waren an sich gute Spiele. Trotz allem. Zumindest mochte ich Banjo-Tooie. Und ich habe natürlich noch die Donkey Kong Country-Reihe aus den Teilen 1 bis 3. Also die Teile 1 bis 3 sowie Returns gespielt. Aber um hier zu diesem Spiel zurückzukommen, der wird uns gleich erzählen, ja, sammle die 8 silbernen Münzen. Wir haben es geschafft. Und der wird uns das erzählen. Ja, meine Meinung dazu. Drück auf die Bremse, wenn du ins Schleudern kommst. Das ist schön zu wissen. Meine Meinung zu diesen Münzrennen-Dingern, da ist, die sind irgendwie so ein bisschen... Sie fühlen sich ein bisschen wie Zeitschinderei manchmal. Die Zeit nach hinten ein bisschen besser dazu drücken, dass das Spiel länger wirkt. Aber ist schon okay, kann ich mitleben. Autorennen, um deine Fahrkünste zu beweisen, musst du mich rund um die Insel jagen. Ah, das ist so einfach, das Autorennen.
Natürlich lässt er sich nicht nehmen, uns auch in anderen Kategorien herauszufordern, also Hovercraft und Flugzeug. Das ist dann schon etwas schwerer. Zumindest das letzte, aber auch nur, weil ich eine Kurve am Anfang nicht gekriegt habe. Weil ich das mit dem Drift nicht so ganz wusste. Wie das funktionieren soll, dass man richtig driftet, dann schneller wird, das verstehe ich nicht. Das soll irgendwie gehen. Das Molde von Whispick geht übrigens auf, sobald wir alle vier Amulettteile haben, und da fahren wir dann auch gegen. Er rennt und wir fahren. Ich habe es bis heute nicht geschafft, den Typen irgendwie zu besiegen. Hello, friend. Gut gemacht. Nimm dies als ersten Preis. Bis dann. Bye bye for now. Ja, jetzt zeige ich euch noch was anderes Lustiges. Ja, wir können die Frösche überfahren. Achso, im Falle eines Let's Plays würde ich euch auch zeigen, wie man Drumstick freischaltet und falls es in dieser Version überhaupt geht, auch TT als Fahrer. Tja, der fängt jetzt noch an, ein Lied zu singen. Und solltet ihr gerne hören, wie sein Lied zu Ende geht, sein Lied weitergeht. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Genauso, wenn ihr Let's Play sehen wollt, um dieses Lied von dem Typen da zu Ende zu sehen. Oder zu hören viel mehr. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert mich doch ruhig. Und an der Stelle von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Türchen von Didos Adventskalender.